Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen in Trainsim World 3. Heute fahren wir einen Güterzug von München-Leim-Rangierbahnhof bis nach Augsburg in den Hauptbahnhof und das mit der Baureihe 182. Ich würde mal sagen, wir setzen uns direkt in das gute Zugpferd hinein und den Zug, den gucken wir uns gleich vor der Abfahrt noch einmal etwas genauer an, dass wir den nämlich auch schön vorbereiten. Das Fahrzeug ist soweit eigentlich schon betriebsbereit, der Stromnehmer ist gehoben, die Fahrdrahtspannung kommt in das Fahrzeug hinein, Oberstrom können wir theoretisch rausziehen, den Hauptschalter schalten wir uns auch gleich noch hinzu, wenn natürlich hier die Anzeige entsprechend blau wird. Der Fahrtrichtungssender geht in die Mittelstellung. Jetzt können wir auch den Hauptschalter einschalten, genau. Und dann können wir uns noch zusätzlich die PZB hinzuschalten mit der Tastenkombination Steuerung und Numpad Enter. Wir möchten außerdem noch in die mittlere Zugart wechseln. Dazu ganz kurz hier unten am Drehknopf gedreht. Da müssten wir wahrscheinlich nochmal die PZB kurz deaktivieren und aktivieren, damit die Zugart übernommen wird. Und dann können wir eigentlich gleich weitermachen. Wir können die Bremse schon mal teilweise auslösen. Der Fahrtrichtungswender wird in Vorwärtsstellung verlegt. Die Spitzenlichter können wir aktivieren, sobald wir sie richtig ausgewählt haben. Und dazu einmal hier auf drei weiße Frontleuchten gewählt und hier außerdem noch die Federspeicherbremse deaktiviert. Dann geht's weiter. Wir setzen uns einmal auf den Sitz drauf, nehmen ganz kurz die Leistung aus, bremsen, wobei wir bremsen mal gar nicht ein. Wir tasten mal etwas Leistung vor und gucken mal, ob alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Nämlich, dass sich hier Zugkraft aufbaut und wir mit der Maschine losrollen können. Und genau das klappt auch. Wunderbar. Dann machen wir noch weiter. Wir schalten die Frontbeleuchtung ein. So, jetzt leuchtet es auch hier und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Genau, am Signal wird Ausfahrt mit 40 angezeigt und dabei noch Halt erwarten. Das Ganze wird natürlich auch wunderbar quittiert. So, jetzt ist der Mast an uns vorbei. Der 1000 Hertz Leuchtmelder sollte eigentlich aufleuchten. Es ist nur die Frage, ob entweder das Signal wieder auf Fahrt umgesprungen ist oder ob der 1000er nun nicht funktioniert, beziehungsweise das Fahrzeug den Gleismagneten nicht erkennt. Wir machen es einfach so, dass wir hier ganz langsam auf das nächste Signal zufahren und mal schauen, was da auf uns zukommt. So, das Wechselblinken ist aktiv, wir sind in der Überwachung drin und dann gucken wir mal noch ganz kurz, ob hinten an unserem Zug überhaupt Zugschlusstafeln dranhängen. Das wollte ich jetzt nämlich nicht mit der Person machen und hinterlaufen, sondern das können wir hier in der Simulation zumindest einfach über die Drohnenperspektive gestalten. So, Wechselblinken ist weiterhin aktiv und dann geht es für uns erstmal in Richtung München, beziehungsweise eben, ja, wir fahren erstmal, also in den Hauptbahnhof kommen wir sowieso nicht hinein, wir fahren aus München-Leim-Rangierbahnhof heraus und dann geht es einmal hier vorne in den nächsten Bahnhof hinein. Von dort aus dann eben auf die Hauptstrecke, auf die Schnellfahrstrecke, wo wir dann ja, entweder über die wirklichen Fernstreckengleise geleitet werden oder über die Nahverkehrsgleise, wo eben typischerweise auch der Güterverkehr verkehrt. Ja, da wird irgendwie ein Mast nicht mehr angezeigt oder da hängt einfach ein Ausleger herum. Genau, heute haben wir die Baureihe 182. Bei vielen Eisenbahnfreunden und ja, beim Fahrzeugpersonal auch in Deutschland unter dem Kosennamen Taurus bekannt, obwohl die Bezeichnung eigentlich aus Österreich kommt und dort eben ja, als Markenname für das Fahrzeug genutzt wird. Baulich sind das aber so gut wie identische Fahrzeuge und bei ja, jedem Eisenbahnfreund bzw. bei jedem Eisenbahninteressenten und beim Personal sind die Lokomotiven auch umgangssprachlich einfach unter dem Namen Taurus bekannt. Deswegen, ja, nehmt es mir nicht übel, wenn ich hier einfach Taurus zur Lokomotive dazu sagen werde. Wie gesagt, das ist eigentlich ein Begriff, der sich so eingebürgert hat für die Lokomotive und der sich in Umgangssprache so entwickelt hat. Entgegen kommt uns eine Baureihe 185 mit DB Railgun Logo und einem Gemischtwarenladen. Also
Ein gemischter Güterzug. So, da vorne kommt schon Halterwarten. Und dann wird es jetzt gleich eine Zwangsbremsung für uns geben. Weil egal, was wir tun, wenn wir über den 500 Hertz Gleismagneten drüber fahren, während, naja, die PZB nicht darauf vorbereitet ist, also eigentlich würde da eine Zwangsbremsung daraus resultieren, weil das System davon ausgehen würde, wir hätten uns unrechtmäßig befreit, beziehungsweise hätten eben gar keinen 500 oder gar keinen 1000 Hertz Gleismagneten zuvor passiert. Aber auch da sehen wir wieder, dass die PZB nicht ganz ordnungsgemäß fungiert und naja, an der Stelle eben ohne eine Zwangsbremsung auskommt. So, dann lassen wir jetzt aber trotzdem den Zug eingebremst, wenn er sowieso hier einmal steht. Jetzt ist nur die Frage, ob da irgendwie noch der Nahverkehr vor uns durchgezischt kommt oder ob man uns hier vergessen hat vor dem Signal. Weil da drüben blinkt sowieso gerade noch KS1, eine Einfahrt mit 60. Das ist die Frage, ob der Zug hier vorne in Pasing anhält. Ja, die Fahrstraße kreuzt auf jeden Fall, wenn man in Richtung Augsburg fahren möchte. Da wird wahrscheinlich erst ein Nahverkehrszug durchbrettern und dann dürfen wir raus. Also ich fliege hier schon mal so ein bisschen über die Karte drüber. Dann erahnt man zwar schon ungefähr, wo es lang geht für uns. Wobei man könnte doch... Na doch, der Fahrweg lässt sich eigentlich auch... Ja, nee, dann machen wir das mal anders. Wir setzen uns nochmal die Lokomotive hinein und rufen mal ganz kurz beim Fahrdienstleiter an. So, kurz über die Tab-Taste Stellwerk kontaktieren. Ja, abgelehnt, auf Signalwechsel warten. Alles klar, dann warten wir mal darauf. Aber trotzdem, irgendwie müssten wir ja jetzt wissen, ob da und vor allem wann da der Zug kommt. Deswegen gehen wir ganz kurz in die Übersichtsansicht und sehen, da kommt etwas Schnelles auf uns zugerast. Und zwar hier hinten. Von der Geschwindigkeit her wird das bestimmt eine S-Bahn sein. Die Überraschung wird auf jeden Fall gleich hier offenbart werden. Und dann sehen wir es aus dem Führerstandsfenster heraus. So. Na, wobei. Ah, es ist ein Dosto. Als Dienstfahrt sogar. Okay. Und dazu muss der schwere Güterzug natürlich stehen bleiben. So, Fensterchen hoch. Zack. Die Bremse löse ich schon mal aus. Lokbremse bremsen wir ein. Ah, das. Also. Mit der Bedienung bin ich immer noch nicht ganz warm geworden von den TSW-Lokomotiven. Das gestaltet sich bei den Fahrzeugen immer so unterschiedlich. Weil die Richtungsvektoren, über die die Elemente angesteuert werden, die sind halt teilweise so abweichend von dem, wie man eigentlich in der Realität vorgehen würde. Also normalerweise einfach nach hinten oder nach vorne drücken. Na, jetzt funktioniert es auch ganz gut, okay. Naja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, Leistung aufschalten. Normalerweise werden wir jetzt auf 25 km pro Stunde überwacht. Und im Idealfall ist es dann auch immer so, dass man ja, etwas näher am Signal dranhält. Weil dann muss man nicht so lange mit 25 auf das Signal zuschleichen, sondern kann dann schon mit etwas, naja, höherer Geschwindigkeit ausfahren. Weil wenn wir jetzt hier vorne gestartet hätten, da hätten wir vielleicht, keine Ahnung, 20 Sekunden gebraucht bis zum 500 Hertz Gleismagneten oder beziehungsweise bis zum 1000er, wo ja dann aber eigentlich die Prüfstrecke für den 500er wieder abgelaufen ist. Und dann hätten wir uns das Geschleiche etwas sparen können und wahrscheinlich direkt auf die 40 beschleunigen können. So, dann geht's weiter. Mit 40 und nochmal halt erwarten. Zugbeeinflussung. Na gut, eigentlich dürfen wir jetzt auch wieder nur 40 fahren. Der 500er, naja, ob der jetzt wirklich schon ausgegangen ist, weiß ich nicht. Wenn jetzt gleich eine Zwangsbremsung kommt, dann wissen wir es. Auf jeden Fall wird der 1000er hier oben als aktiv angezeigt. Scheinbar nur nicht im MFA drin, ne?
weil da gibt es kein Wechselblinken jetzt hier und auch keine Überwachung oder irgendwas. Das scheint wieder irgendein Defekt zu sein, irgendein Programmierfehler. Aber wir gehen mal davon aus, dass die PZB ja richtig funktioniert und verhalten uns auch dementsprechend. So, wir können die Leistung ruhig zurücknehmen. Wie gesagt, es war halt erwarten angezeigt. Können hier mal die E-Bremse kurz eintasten, ob die auch funktioniert. Ja. Oh ne, das Pultlicht, das lassen wir hier mal schön aus. Ansonsten gehe ich hier wahrscheinlich blind aus der Fahrt wieder raus. So doll, wie das leuchtet. Weil ehrlich, das tut in den Augen weh. Also, wenn man hier davor sitzt und mit dieser, naja, grellen Pultbeleuchtung fährt, das ist wirklich nicht angenehm. Und dann nochmal halt erwarten am Vorsignal Wiederholer. Und wachsam. Sehr schön. So, der 500er ist wieder aktiv. Wir haben kein Wechselblinken jetzt in dem Fall. Dann müssten wir eigentlich auf 45 überwacht werden. Aber wer weiß, was hier die PZB gerade macht. Deswegen ziehen wir jetzt hier schön wachsam. Ja, und jetzt geht wieder alles in den Ursprungszustand zurück. Also ganz komisch, was hier die PZB auf der Lokomotive macht. Na gut, durch München-Parsing sind wir jetzt gleich durch. Bahnhofstechnisch gesehen sind wir natürlich noch nicht über die Bahnhofsgrenze hinausgefahren. Aber den Bahnsteig, den haben wir auf jeden Fall schon hinter uns gelassen. Wir gehen wieder auf 40 hoch. Dort verweilen wir dann und können hoffentlich auf der Schnellfahrstrecke, auf der Zuleiterstrecke zur Schnellfahrstrecke, dann mit Höchstgeschwindigkeit fahren. So, die 140er-Tafel steht schon da. Das ist schon mal sehr schön, aber dennoch, wir haben Halt zu erwarten. Und deswegen bleiben wir schön bei unseren 40 und dümpeln hier gemütlich durch die Gegend. So, da vorne leuchtet was grün. Das wird wahrscheinlich für uns sein, aber ein wahrscheinlich reicht mir nicht. Ich möchte wirklich sehen, dass das Signal auf Fahrt steht. Erst dann wird hier beschleunigt. Genau, Signal steht auf Fahrt und gilt für uns, weil rechts vom Gleis. Genau, dann können wir Leistung ausschalten und ab geht die Post. So, ich ziehe jetzt trotzdem mal ganz kurz die Freitaste. Einfach weil ich nicht weiß, ob hier die PZB irgendwie im Hintergrund noch aktiv ist, ob die uns da irgendeinen Streich spielen möchte oder so. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, aber wenn hier unten kein Wechselblinken zu sehen ist, kein aktive Tausender, keine 500 Hertz Beeinflussung, dann sollte da eigentlich nichts geschehen. Aber du hörst schon an meiner Wortwahl, eigentlich im Transim World Eisenbahn Simulator ist das, naja, nicht immer ganz so gewiss. So, zwei Weise haben wir. So soll es sein, auch für uns als Zugfahrt. 160 sind angepeilt. Ja, als Höchstgeschwindigkeit heute fahren wir mal 120. Der Containerzug hinten dran sollte das ohne Probleme mitmachen. Wir können auch gleich nochmal ganz kurz rinder gucken zu den Wagen. Beziehungsweise eigentlich müssten wir es ja auch sehen in der angezeigten Übersicht, aber die zeigt uns mal wieder 160 an. Wieso ist denn da oben jetzt noch? Naja. Also irgendwas stimmt hier mit der PZB. Gehöre ich nicht. Also bei 120 ist heute Schluss. Da werden wir bitte nicht schneller. So, die Leistung ziehen wir ein Stückchen zurück.
die Zugkraft, der Oberstrom geht dementsprechend natürlich auch runter. Ja, wieso leuchtet denn jetzt unser G? Ja, na gut. Da kann ich jetzt nichts dafür. Ja, wahrscheinlich greift da irgendwie die Höchstgeschwindigkeitsüberwachung. Ja, ich gebe jetzt hier mal Füllstoß rein. Nee, ich krieg den auch nicht abgefangen. Jetzt. Jetzt drückt er zumindest die Zugkraft hinterher, okay. Ich wollte gerade ans Fenster rüber, aber das können wir ja mit den Pfeiltasten machen. Die Maschine wackelt auch so ein bisschen hin und her. Ja, irgendwas ist da noch eingebremst. Wir haben hier vorne zwar die 5 Bar angezeigt, Hauptluftleitungsdruck, aber da stimmt irgendwas noch nicht. Ich überlade jetzt mal mit Absicht die Leitung. Bremst gerade so stark rein, der Zug. Wieso legt denn der Federspeicher jetzt auch selbst wieder an? Der ist doch gelöst. Wo ist denn das Problem von der Lokomotive? Ach herrje. Wir gucken nochmal ganz kurz an den Bremsindikatoren. Ach, und hier kommen wir wieder nicht raus, ohne direkt rauszuspringen. Ja, wieso ist denn der Federspeicher jetzt angelegt? Der lässt sich vor allem auch nicht lösen. Jetzt zischt was. Ansonsten fahre ich jetzt hier gleich mit angelegtem Federspeicher einfach weiter. Ja, jetzt blinkt er mal so kurz. Oh, das ist... Ich weiß auch nicht. Nee, also das ist halt wieder so typisch Transim World, was ältere Fahrzeuge angeht. Bei den neueren hat sich das wirklich schon stark gebessert. Ich hatte den Federspeicher extra zu Anfang, bevor das Video gestartet ist, auf der Lokomotive schon gelöst, weil ich genau dasselbe Problem hatte in der, in dem vorherigen Versuch mit dem Szenario. Da gab es nämlich schon das Problem, dass die Lokomotive gar nicht anfahren wollte. Da hat aus irgendeinem Grund der Hauptschalter gar nicht reingehen wollen. Und hier hat jetzt eben der Federspeicher nicht gelöst oder beziehungsweise sich selbsttätig irgendwie wieder angelegt. Keine Ahnung jetzt, wie das zustande kommt. Ja, die Leuchtmelder machen da hinten ihre Party. Sollen sie mal ruhig. Solange der Zug einfach rollt, ist es kein Problem. So, auf die 120 kommen wir gleich wieder hoch. Und wir können uns mal ganz kurz noch ein kleines Hilfsmittel mit zunutze machen.
Und zwar nennt es sich AFB. So, ich nehme hier meine Leistung raus. Ne? Das Fahrzeug rollt auch ohne irgendwelche größeren Widerstände hier weiter. Der Zug hält die 80 eigentlich tadellos, kann man wirklich sagen. Und dafür, dass wir hier in der Ebene sind. So, ja, Stellwerk kontaktieren möchte ich jetzt eigentlich nicht. Ich möchte ganz gerne die AFB haben. Und die auch in der Simulation hier zu greifen, ist halt auch mal so ein Problemchen. Genau, jetzt kommt sie auch, die AFB-Tachonadel, 120. Sehr gut. Leistung auf. Und weiter geht's. Wie schon erwähnt, bitte nicht beirren lassen jetzt hier von den Fehlfunktionen der Lokomotive. Auch das Geflackere hier vorne in den Leuchtmeldern drinne. Ja, wenn man ranzoomt, scheint es zu gehen. Aus größerer Entfernung tauchen da immer mal diese kleinen Flackerer auf. Sie ist einfach als Maßnahme für den Lokführer, die ihn nachts wach hält. Auch wenn sie wahrscheinlich dann auch die Zahlen irgendwo nachts wirklich unangenehm bemerkbar machen würden. Oder gerade im Dunkeln. Wenn die wirklich so flackern würden, aber ich könnte die Angst nehmen, das ist auf dem echten Taurus nicht so. Also, wenn es da flackert, dann muss das Fahrzeug wirklich irgendwie mal dringend in die Wartung. Aber solche Fälle sind mir aus der Realität zum Glück nicht bekannt. Also, was mir gerade mal auffällt, wir können mal die Instrumentenbeleuchtung zumindest leuchtet es jetzt ein bisschen grünlich im Hintergrund, so wie es auch auf dem echten Taurus ist. Da hast du nämlich in, all den Anzeigen, die hier in analoger Form da sind, also sprich im Zug- und Bremskraftanzeiger, im Tachometer, bei der Druckkontrolle für die Hauptluftleitung und die Drehgestelle, beziehungsweise auch beim Spannungsanzeiger, hast du eben grünliche Leuchtgrenze drumherum, die eben die Anzeigen bei Nacht oder bei Tunnelfahrten dann ausleuchten sollen. So, auch hier grün. Jetzt kommt das LZB-Ende. Erwarten, alles klar. Ja, da müssen wir jetzt gleich mal ganz kurz gucken, ob das Fahrzeug die Geschwindigkeit beibehält und was die Tachonadel macht. Weil mit 120 dürfen wir sowieso weiterfahren, das ist kein Problem. Aber die AFB, die LZB würde uns dann wahrscheinlich hier vorne am Signal rausschmeißen. So, 120 am Austrittssignal. Und genau, da werden wir rausgelassen. So, schnell mal die AFB nach 0 gezogen und wieder zurück. Zugkraftbilder auch nochmal neu hinzugeben. 160 darf theoretisch gefahren werden. Okidoki. So, steigt die Geschwindigkeit denn jetzt überhaupt? Nicht so wirklich, ne? Dann machen wir das mal folgendermaßen. Wir geben bei der AFB eine etwas höhere Geschwindigkeit vor. Und zwar mal so 125. Und dann gehen wir gleich wieder mit der AFB-Tachonadel auf die 120 zurück, wenn wir die Geschwindigkeit wirklich erreicht haben. In der Hoffnung, dass wir dann mit der niedrigeren Kraft zwar den Zug beim Rollen behalten können, aber eben die 120 wirklich punktgenau ausfahren. So, vom Wetter her wird es jetzt auch so ein bisschen neblig, sehe ich gerade. Oder beziehungsweise eigentlich schon die ganze Zeit. Aber so wirklich gestört hat es bei den ganzen Kurven davor noch nicht. Und ein bisschen Nebel ist auch mal eine schöne Abwechslung. Hatten wir lange nicht mehr. Ganz lustig sieht das aus, was der Stromanhänger gerade gemacht hat. Bei der niedrigen Brückenhöhe ist er nämlich so dermaßen runtergegangen, wie er das eigentlich bei solchen Geschwindigkeiten, zumindest nicht auf diese auf diese kurze Wegstrecke so schnell tun sollte.
weil das, was der Stromabnehmer dann an Widerstand aushalten müsste, jetzt im Sinne von Kräften, die auf den Stromabnehmer einwirken und jetzt nicht im Sinne der elektrischen Widerstandskraft, das wäre schon enorm. Ah, okay, der bremst dann gleich rein. Nee, dann machen wir das mal anders. Die AFB kriegt ihren vollen Auslauf. Wir stehen kurz auf. Genau. Schalten die AFB wieder ab und fahren manuell weiter. Ohne Unterstützung. Jetzt bleibt natürlich auch die Tachonadel da einfach stehen. Vom AFB-V-Sollgeber. Naja, okay. So, ein grünes Lämpchen. Weiter geht's. Echt, das ist heute hier wirklich eine Geisterbahn. Aber wahrscheinlich liegt das einfach an der Version aus der Rapid Transit Version. Oder aus dem Rapid Transit DLC. Weil das eben ein, naja, ziemlich altes Fahrzeug ist, was die TSW-Geschichte angeht. Ich weiß gar nicht, aber das müsste ja eigentlich... Ich meine, das ist die erste Lokomotive, die für Transam World damals verfügbar war. Gemeinsam mit dem Talent 2 von der S-Bahn Mitteldeutschland. Oh, sehr schön. Drüben zieht ein ICE 3 an uns vorbei. Im HGV-Teil der Strecke. Huch! Was ist denn das jetzt für ein Wechsel gewesen? Da hat einfach jemand einen Schalter umgelegt und plötzlich war der Nebel weg. Ja, das sind halt alles so Sachen. Das sollte eigentlich nicht auftreten. Aber gerade auch, ne, bei München-Augsburg, das ist ja eine Strecke, die ist jetzt wirklich keine 2 Jahre alt, seit dem Aufnahmezeitpunkt des Videos, wo die für Transam World, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob die mit Transam World 3 noch gekommen ist oder ob das noch Transam World 2 war. Auf jeden Fall, Korrektur, es muss Transam World 2 gewesen sein. Genau, weil, für Transam World 3 sind ja die Strecken Bremen-Oldenburg und Würzburg-Kassel verfügbar gewesen. Ja, und eine Zwangspension gibt es halt auch mal hin und wieder. Ja, das war jetzt wieder, weil wir die 120 angetastet haben, ne? Komm, lösen, lösen, lösen. Ja, das wird wieder nichts mehr. Der Zug kommt hier so oder so jetzt zum Stehen. Dann ist es eben so. Aber wenn das so weitergeht, wirklich, dann drücke ich den PZB-Störschalter rein und dann fahren wir hier gleich ohne PZB. Wir können jetzt aber nochmal eine Sache probieren. Nee. Will absolut nicht. Will absolut nicht. Wir machen so. Licht im Maschinenraum an. Kurze Störungsbeseitigung. PZB-Störschalter. Zack, rein damit. Türchen nochmal auf. Wir versuchen nochmal ganz kurz hinten den Federspeicher auszulösen. Nee, auch das. Vergebens. Vergebens. Türchen zu. Weiter geht's. Türe zu. Drauf auf den Sitz. Dann kurz einbremsen, nochmal auslösen. PZB freimal drücken. Jetzt scheint es auch gelöst zu sein. Ja, da wollte ich eigentlich erst ganz entspannt Leistung vortasten, aber das scheint Lokomotive nicht so wirklich aus der Reserve rauszulocken.
Na, tut sich was? Nö, gar nichts. Alles gelöst. Also wirklich, das ist so eine Sache. Jetzt haben wir schon alle Zugsicherungssysteme deaktiviert. Und trotzdem möchte die Lokomotive einfach nicht. Zugkraftvorwahl ist da. Das Spiel erkennt es auch. Mal gucken, wann der Bock einfach hier losschießt, vielleicht. Dass er einfach losbrettert. Oberstrom wird uns ja auch angezeigt, also. Ich habe keinen blassen Schimmer, woran das liegt. Also wenn wir jetzt hier noch stehen bleiben, dann können wir gleich bei der Abschlagblock anrufen. Was können wir denn jetzt dagegen nur machen? Ich ärgere mich gerade selbst so ein bisschen darüber, dass ich den Taurus hier wieder gewählt habe. Weil ich habe es schon so im Gefühl gehabt, irgendein Problem wird es mit dem alten Fahrzeug hier wieder geben. Beim nächsten Mal fahren wir dann wieder die Version von MRCE bzw. von Siemens Dispolok. Da sind ja beide schicke Varianten schon verfügbar. Aber ganz ehrlich, dieses, ich sag jetzt mal Affentheater mit dem ersten Taurus hier, das möchte ich mir eigentlich nicht nochmal geben. Kurz durchgestiefelt. Ist jetzt so ein bisschen Störungsbeseitigung in der Hoffnung, dass es irgendwie doch wieder geht gleich. Zugbeeinflussung. 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 Nee. Aber eigentlich, wenn die Lokomotive die Zugkraft vorwählt. Und die Bremsen sind ja auch sowieso, naja, wieder so semi gelöst. Dann überladen wir jetzt eben nochmal die Leitung. Gehen wir auf 5,5 hoch. So, 5,4 haben wir. Die müsste schon längst irgendwie losrollen. Da ist irgendwas im Argen, aber die Frage ist halt was. Also wirklich, mir sind hier die Hände gebunden. Es tut mir leid. Aber ansonsten machen wir das gleich ganz anders. Ach, da hat was grün geblitzt. Mal gucken, ob das jetzt geholfen hat irgendwie. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Also irgendwas ist da, ich weiß nicht, aber richtig defekt. So, Störschalter einfach mal während der Fahrt reingedrückt. Die Butterbrotbüchse auf den Siegfahrt-Taste gestellt. Und dann geht's hier weiter. So, was wir jetzt aber trotzdem machen. Wobei, wollen wir die Lokomotive erst beschleunigen lassen? Eigentlich müsste es ja klappen. Vorwahl der AFB ganz nach vorne gedrückt. Na, wo ist denn der? So.
Sehr gut, die Zugkraft geht runter. Ja. Und jetzt sollte die AFB gleich wieder greifen. Nee, macht sie nicht, weil die Zugkraft noch nicht bei Null war. Ja, das ist jetzt mir aber geschuldet gewesen. So, jetzt. Weil der Zugkraftwähler war nicht in Nullposition, als ich die AFB hinzugeschaltet hatte. Da hat jetzt das Fahrzeug wirklich richtig reagiert. So, wir gehen auf die 120 und selbst wenn die Lokomotive nur 115 dann fährt und wir dadurch noch irgendwie ein paar Sekündchen, Minuten Verspätung reinbekommen, das ist mir jetzt hier wirklich wurscht. Für mich zählt jetzt einfach nur, dass wir diesen Güterzug irgendwie nach Augsburg bekommen, die Strecke hier nicht blockieren und die Kollegen hinter uns nicht nochmal die Stirn reiben, weil die nämlich auch mal irgendwann Schichtende machen müssen. Also natürlich hier nur in virtueller Hinsicht, aber... Schade, die Bahnhofsanzeigen kann ich jetzt gar nicht lesen. Das ging etwas zu schnell. Steht hier eigentlich dran. Genau, nach Dinkelscherben. Die RB 57060. Und dann nochmal ein Folgezug nach Ulm. So, wir haben jetzt noch 27 Kilometer, auf denen uns, naja, alle möglichen Probleme entgegenkommen können. Jetzt ist ja die PZB aus, also sollte eigentlich auch die Überwachung für die 120 wegfallen. Weil in der mittleren Zugart haben wir eben als maximale Höchstgeschwindigkeit 120, beziehungsweise nochmal einen Toleranzbereich bis 125, in dem die Lokomotive dann eben ja, den Lokomotiv oder den Triebfahrzeugführer irgendwie darauf hinweist, hey, hier, guck mal, du hast die 125 überschritten, mach mal bitte ein bisschen langsamer. Und müsste das jetzt eigentlich hier ohne Probleme vonstatten gehen. Also in dem Moment, wo hier unten der Leuchtmelder G dann wiederkommt, dann werden wir hier einfach mal reinbremsen. Ich lasse schon mal die Finger auf der Tastaturtaste Ü, weil auf die habe ich mir hier die Bremsansteuerung gelegt im Simulator. So, grünes Lämpchen. Genau. Und sicherheitshalber werde ich auch noch mal ganz kurz zwischenspeichern. Na, wo ging das nochmal? Könnte man nicht hier einfach zwischenspeichern? Nee, ich möchte das Spiel eigentlich nicht verlassen. Okay, gut. Dann eben nicht. Ja, ganz kurz zur Strecke. München-Augsburg. Wir haben jetzt in Fahrtrichtung auf der rechten Seite die Fernbahngleise und auf der linken Seite die Gleise, die für den ja, S-Bahn-Verkehr bzw. Güterverkehr, also für alles, was etwas langsamer fährt, vorgesehen sind. Deswegen werden sie auch in der Regel als, naja, HGV-Gleise hier drüben bezeichnet und dann eben ja, als Personenverkehrsgleise oder ja, Gütergleise auf der linken Seite. Die Güterzüge müssen sich leider den ja, Trassenplatz oder den Trassenslot mit der S-Bahn teilen, was halt immer wieder dann zu Problemen führt, wenn irgendwie eine S-Bahn vor einem Güterzug fährt. Das ist eigentlich das altbewährte Problem, was gerade auf viel frequentierten Strecken immer wieder auftaucht, dass eben die ja, Kapazität durch dieses Anhalten und wieder losfahren und durch die doch etwas langsameren Güterverkehre ja, eben sehr ausgebremst werden. Das ist so das, ich sag mal, Feindbild, was gewissermaßen auf der Schiene immer wieder existiert. Man hat halt langsame Züge, die schlecht beschleunigen können und ja, dadurch halt auch die S-Bahnen dann wieder aufhalten, wenn die in Anführungszeichen auffahren. Wenn die Slots aber so gewählt sind im Fahrplan, dass sich das wunderbar ausgleicht und man eben auch nicht allzu viele Verkehre hat,
dann ist das in der Regel kein Problem. Aber München-Augsburg, ja, ist eine Strecke, die doch sehr frequentiert ist, sowohl vom Fernverkehr als auch vom Nahverkehr und ja, den Güterzügen. So, was wir auch noch machen wollen, was wir noch gar nicht gemacht haben, einmal draußen am Zug entlang gucken. So einen kleinen Blick nach vorne sollten wir natürlich immer haben und gucken, dass wir da nicht zufällig über ein Signal drüber rauschen. Als Wagen haben wir hier tschechisches Rollmaterial. Also ich glaube, hier sind dann auch gar keine direkten Höchstgeschwindigkeiten angeschrieben. Die sind dann aus der Wagenbezeichnung abzuleiten. Aber 120 machen die Containerwagen sicherlich mit. Signal ist auf grün, alles gut. Genau, und bestehen tut eben unser Zugverband aus Containern von Hapag-Lloyd bzw. Hamburg Süd. Was anderes haben wir nicht hinten mit drauf. Was noch ganz cool wäre, ich weiß gar nicht, ob das bei den Wagen geht, aber scheinbar nicht. Wenn wir hier die Bauteile des Wagens auch bedienen könnten, also sprich Lösezug oder ja, bodenbediente Feststellbremse etc. Bremsstellungswechsel, alles sowas. Aber die Erfahrung durfte ich auch schon in Transomworld machen, dass diese Funktionen dann sowieso inaktiv sind und nur, naja, zu reinen Dekozwecken an den Wagen dran sind. Zumindest ist mir keiner der Wagen begegnet, wo diese Funktionen alle ja, wirklich durchführbar waren. Was aber auch gewissermaßen, ja, ich sag mal, den Rahmen dieser Simulation oder dieses Spiels auch sprengen würde. Weil das ist dann was, das ist halt für ja, Betriebseisenbahner gedacht, die halt wirklich mit so einem Zug unterwegs sind. Ich glaube, die wenigsten Hobbyisten lassen sich für Bremsarten bzw. Bremsstellungswechsel, Lösezüge und keine Ahnung, was weiß ich nicht was, an Wagen noch alles begeistern. Wobei es da auch teilweise ja, Ausnahmen gibt. Ne, also von der Strecke gefällt mir das hier gerade ziemlich gut. Die Farbwahl und auch die Streckenführung sind echt schön gemacht. Was mich nur immer wieder an Transomworld auch so ein bisschen stört, das sind diese ja, Schwellen, die halt unmittelbar vor dem Fahrzeug auch auftauchen. Das wurde auch, ich glaube, unter einem der letzten Videos mit angeführt, als ja, kleine Kritik an das Spiel. Ich kann aber auch verstehen, wieso das eben erst hier vorne aufploppt. Und das hängt einfach damit zusammen, dass der Computer das auf die ja, langen Distanzen so weit hinaus schon vorberechnen müsste. Und immer wieder mit diesen, naja, ich sag mal, komplett ausmodellierten Schwellen halt arbeiten müsste, dass sich das einfach von der Leistung her bei vielen Rechnersystemen, Rechnerarchitekturen problematisch gestaltet würde. Weil jeder, der irgendwie einen nicht ganz so leistungsstarken Rechner hat oder der irgendwie nicht immer den neuesten PC hat, der wird da früher oder später an Kapazitätsprobleme kommen, weil das einfach die Rechenleistung nicht hergibt. Man könnte jetzt sagen, okay, man bringt vielleicht eine Einstellung mit hinein in das Einstellungsmenü unter Grafik und dann meinetwegen ja, Vorberechnung des Gleises und dann stellt man halt eine Meterdistanz ein. Das könnte man eigentlich machen. Aber ist da wieder die Frage, wie groß ist da der Andrang und wie ist da auch wahrscheinlich das Feedback, was dann an DTG herangelangt. Weil das ist definitiv eine Simulatorsache. Das ist was, das schleppen wir schon eigentlich seit dem ersten Transomworld mit uns her. Mir ist jetzt keine Strecke bekannt, wo, ja, wo dieses Problem eigentlich nicht auftritt. Weil das ist auch immer so das Feedback, was ich halt aus der Community bekomme, dass man sich über die Grafik wirklich sehr freut. Das sehe ich auch so. Aber eben dann hier solche, ja, So ein Vorladen der Gleise, dass man das nicht irgendwie vielleicht noch etwas weicher gestalten könnte oder dass es halt so aussieht, als würden wirklich die Gleise wie in Realität
in Anführungszeichen, sich vor einem verwandeln. Weil auch wenn du im echten Führerstand fährst, kannst du natürlich nicht die einzelnen Schwellen in, ich sag mal, 100 Meter Entfernung sehen, sondern das ist dann einfach nur so ein, naja, eine durchgezogene Fahrbahndecke, was so eine, ja, eine Farbe ungefähr annimmt. Und klar, in der näheren Distanz wird es dann natürlich etwas genauer. Aber das ist jetzt wirklich ein ganz, ganz, ganz kleiner Kritikpunkt. Das ist jetzt nicht so schlimm. Da gibt es drastischere Sachen, wie wir sie gerade eben schon gesehen hatten, mit dem Fahrzeug, was nicht so recht wollte. Weil das ist auch so ein Ding. Ich habe das Gefühl, dass DTG diese Fahrzeuge nicht mehr anfasst, nachdem sie, ich sag mal, ein Jahr ungefähr auf dem Markt sind. Weil ich habe es eigentlich noch nicht aktiv erlebt, korrigiert mich gerne, wenn das irgendwie anders ist, dass so gravierende Probleme oder ja, allgemein Probleme nach längerer Zeit noch von, ja, in Anführungszeichen, alten Fahrzeugen noch behoben wurden. Wie gesagt, der Taurus hier, das ist eines der ersten Fahrzeuge, die wir in Transom World hatten. Und wir schleppen hier noch solche Probleme mit herum, dass der Federspeicher zum Beispiel einfach als angelegt angezeigt wird, dass Zugkraft teilweise nicht freigegeben wird, dass die PZB, naja, wirklich alles andere gerade als ordnungsgemäß funktioniert hat. Dann das Licht hatte ich auch schon mal angeführt. Weil ansonsten, ne, es ist ein so schönes Fahrzeug. Es ist formschön in der Simulation mit drin. Die Aufbauten auf dem Dach, grafisch sieht das alles wirklich wunderbar aus. Kann ich überhaupt nicht meckern. Gut, hier oben der Fahrdraht, der hängt so ein bisschen in der Schleifleiste teilweise drin, aber hey, das ist jetzt wirklich ein so kleines Detail. Das ist echt nicht schlimm. Gut, was das Problem der Bewegungsunschärfe hier unten angeht, hatten wir auch schon. Das wird bei den älteren Fahrzeugen leider auch nicht gefixt. Da kommen leider keine Veränderungen. Aber hier grafisch, das Fahrzeug glänzt richtig schön. Wie frisch gewaschen. Klar, gefällt mir auch gut. Wäre natürlich auch cool, wenn sich hier vorne dann zum Beispiel Fliegen oder irgendwas ansammeln würden. So ein paar Verunreinigungen, wie man es eben auch aus der Realität kennt. Aber das ist wirklich jetzt kein Punkt, wo ich sage, hey, das müsste unbedingt in das Spiel hinein. Aber das eben grundlegende Sachen funktionieren, die funktionieren sollten, wie zum Beispiel ein Federspeicher, der auch wirklich löst und nicht bei 120 als angelegt angezeigt wird. Ursprünglich wollte ich die Fahrt auch gar nicht mit dem Taurus durchführen und auch nicht mit einem Güterzug, sondern mit der Baureihe 401, also dem ICE der ersten Generation. Und da kam nämlich auch schon das nächste Problem wieder auf mich zugeflogen. Der Zug lässt sich für diese Strecke nämlich gar nicht einfach so vorwählen. Jedenfalls nicht aus dem Schnellspiel-Szenario-Modus oder aus dem, ja, Modus, der eben für die... ist es unseres? Wahrscheinlich. Ja, ist unseres. Jedenfalls nicht aus dem Modus, der für die... Oh. Genau, nicht aus dem Modus, der einfach eben, ja, Fahrplanszenarien freigibt. Da konnte man den ICE 1 gar nicht auswählen. Also den gab es gar nicht als Möglichkeit, um zu sagen, hey, hier, den würde ich gerne fahren. Oh, und die Bremse reagiert auch gefühlt gar nicht. Ich meine, dass es lange Anlege- und Lösezeiten gibt, mag ja sein. Kein Problem. Aber das ist, also das ist wirklich dermaßen unkontrollierbar hier mit den Bremsen. Sorry. Ich weiß, jeder Zug bremst sich anders. Jedes Bremsverhalten jedes Fahrzeugs, das ist alles unterschiedlich. Gehe ich gerne mit, aber dass die
dass die Fahrzeuge so, ja, da kann es eigentlich niemand mehr sagen, unterschiedlich bremsen, sondern einfach rein willkürlich. Das ist halt auch nicht okay. Und hier jetzt zum Beispiel wieder, ne? Im Vergleich zu vorhin. Vorhin haben wir, ich glaube, 100% Zugkraft vorwählen müssen, damit sich überhaupt was bewegt. Und auch hier, wir dürften in der Ebene sein. Na gut, Neigung ist jetzt 0,3 Promille. Aber selbst das würde jetzt hier nicht den starken Unterschied machen. Vorhin müssten wir fast auf 100% Zugkraft hochgehen, damit sich überhaupt was tut. Und jetzt wieder ganz leicht. Es ist halt wirklich alles sehr unausgewogen. Versteht mich jetzt nicht falsch, weil ich hier so viel an Kritikpunkten auch aufgreife. Es gibt wirklich Strecken, die funktionieren 1A. Zum Beispiel ja, die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Würzburg und Kassel. Da gibt es so wenige kleine Sachen, die ich aus meiner Sicht ja, wirklich kritisieren würde. Das ist im Vergleich zu dem Taurus hier zum Beispiel wirklich so schön umgesetzt. Auch hier die Strecke München-Augsburg, die gefällt mir extrem gut. Einfach von der Aufmachung her etc. Auch die neueren Fahrzeuge, der ICE 3 zum Beispiel. Ich will nicht sagen, dass er 1A funktioniert. Da gab es auch hin und wieder mal ein paar kleine Differenzen. Aber es sind Fahrzeuge, die wirklich, bis auf das Bremsen. Auch da ist das Bremsen noch so ein bisschen, wo du sagst, das Feeling kommt da einfach nicht richtig durch. Nicht so gut wie zum Beispiel im Train-Simulator, wo du halt wirklich die Zugdynamik, das Fahrverhalten erfühlen kannst. Was ich halt auch immer ganz schwierig finde, ist die 155 hier in TSW 3 oder allgemein in TSW. Die Funktionen werden ja von Version zu Version einfach mit übernommen. Da ändert sich ja nicht wirklich was dran. So, hier vorne müsste es dann auch gleich langsamer weitergehen, auch wenn erstmal 150 angezeigt werden. Weil es sind eben, genau, nur noch 4,5 Kilometer. Es geht über die berühmt-berüchtigte Brücke bei Augsburg. So, da drüben ist dann die andere Streckeneinfädelung. So, und dort vorne müssen dann nochmal die Einfahrsignale gleich kommen. Augsburg Hochzoll etc. Dann Haunstädter Straße. Die Haltepunkte haben wir ja alle noch davor. Beziehungsweise durch einen sind wir jetzt gerade schon durch. So, dann geht es hier weiter mit Hallewarten. VR2, wenn ich es richtig sehe. Deswegen gehen wir jetzt hier mit der E-Bremse schön stark ins Gefecht, weil die lässt sich doch relativ gut kontrollieren. Ich weiß, wir haben keine PZB an, aber wir versuchen das mal trotzdem so ein bisschen weiter zu simulieren. Auch wie man hier rumrudern kann. Also, die Hauptluftleitung wird hier in einem Bereich von ungefähr einem Bar so schnell angesteuert, das ist für die Bremsstellung P und einen so langen Güterzug hinten dran absolut unnormal. Ich meine, klar, ist schön, wenn man das da so einigermaßen hin und her pendeln kann, aber wenn man dann irgendwie auf die 1,5 runtergeht oder gar in die Schnellbremsung, dann habe ich so das Gefühl, wird das, also dann artet diese Bremsdynamik so aus, dass man da überhaupt nichts mehr kontrollieren kann. Also das ist dann wirklich einfach Glückssache, ob man da zum Stehen kommt, ob man rollt, ob man vor dem Signal anhält oder dahinter. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden ich schon in dieser Simulation verbracht habe oder auch in einem Train-Simulator, aber es ist irgendwo im 4-, wenn nicht sogar im 5-stelligen Bereich. Aber ja, es müsste eigentlich irgendwas 5-stelliges sein. Also bis an die 10.000 Stunden dran,
Da komme ich definitiv. Und ich würde mal sagen, dass ich schon die Fahrzeuge einigermaßen im Griff habe in diesen 10.000 Stunden. Aber da hierfür brauchst du wahrscheinlich, keine Ahnung, 30.000 Stunden, bis du diese Fahrzeuge wirklich, ja, ordentlich einbremsen kannst. Bis du irgendwann den Zufallsalgorithmus oder was da im Hintergrund arbeitet, auswerten kannst. Oder einigermaßen analysieren und dann damit eben umgehen. Das hier ist wirklich schön gemacht. Mit dem Bahnsteig, mit dem Aufgang zur Straße. Genau, Hauenstädter Straße. So, Langsamfahrt mit 40. Nochmal als Vorankündigung. Oder Signalwiederholer. Wir ziehen nochmal Wasser an. So, nehmen wir die Leistung raus. Ziehen nochmal wachsam. Zugbeeinflussung. Ich wollte gerade sagen, jetzt leuchtet da vorne auch noch ein Signal. Rot, gelb, grün. Aber nein, das ist einfach nur das Signal, was dahinter steht, was für das andere Gleis gilt. Dann hätte mich jetzt auch die Strecke München-Augsburg ziemlich enttäuscht, wenn da jetzt wirklich was Rotes noch drin geleuchtet hätte. Nicht, weil wir da anhalten müssten, sondern weil ich hier, ich meine, noch keine fehlerhaften Signalbilder hatte. Aber jetzt geht's hier nach Augsburg rein, wo wir unseren Zug erstmal abstellen werden. Und dann darf sich der Kollege erstmal mit den Problemen dieses Fahrzeugs beschäftigen. Nee, also wirklich. Sorry, dass das jetzt wieder unterwegs so ausgeartet ist. Da kann ich aber nichts dafür. Das ist wirklich, ja, fahrzeugseitig einfach was, was nicht in Ordnung ist. Wie gesagt, angefangen bei der PZB bis hin über die dauerhaft angelegte oder eben nicht angelegte Federspeicherbremse, die so ein bisschen das macht, was sie möchte. Ich hatte sie, wie bereits erwähnt, vor der Videoaufnahme im Spiel schon ausgelöst und den Zug einigermaßen vorbereitet, dass er eben fahrfähig ist. Aber du siehst, die Federspeicherbremse entscheidet sich dann auch während der Fahrt gerne mal um, dass sie sich von selbst wieder anlegt. Beziehungsweise der Indikator hier draußen am Fahrzeug, der hat sowieso nur das gemacht, was er wollte. Und in dem Fall war er halt dauerhaft angelegt oder zeigt dauerhaft angelegt an. So, damit wir auch vor dem letzten Signal einigermaßen sicher zum Stehen kommen, gehen wir hier schon mal schön mit der E-Bremse rein. Luftdruckbremse nehmen wir schon mal langsam mit dazu. Auch hier, jetzt haben wir schon 0,8 Bar aus der Hauptluftleitung rausgelassen. Versuchen mal so in dem weißlichen Bereich hier vorne anzuhalten, bei den Betonschwellen. So, die E-Bremse wird jetzt eh allmählich unwirksam. Ja gut, wenn wir jetzt das Fahrzeug reinrollen lassen, dann ist es natürlich keine Kür mehr. Aber das ist auch nicht so schlimm. Hauptsache wirklich, der Zugverband bleibt jetzt hier einigermaßen richtig positioniert stehen. So, ich lege mal die Bremse über die Tasten an. Und dann, lieber Kollege, ist das Fahrzeug an der Stelle an dich übergeben? Also ich fahre definitiv nicht bis zu dem Punkt davor. Das riskiere ich jetzt nicht. So. Und der Kollege darf dann jetzt ganz viel Spaß haben mit dem Fahrzeug. Alles in allem ist der Taurus eigentlich ein ziemlich schönes Fahrzeug. Heute hat er sich von seiner nicht so guten Seite gezeigt. Ich bedanke mich aber trotzdem für die Aufmerksamkeit und das damit verbundene Interesse an dieser Fahrt. Wünsche weiterhin bessere Fahrten und ja, definitiv angenehmere Fahrten. Wir werden mal einige Touren mit dem Taurus im Train-Simulator durchführen. Da sollte es keine Probleme geben. Da haben wir auf jeden Fall Fahrzeuge, die, ja, nicht einer Geisterbahn ähneln. Und in dem Sinne würde ich sagen, mach's gut, bis zum nächsten Mal und allseits gute Fahrt.